Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen im neuen Gockel-Video. Heute, Justin, heute hauen wir auf die Kacke, oder? Oh ja. Heute hauen wir wieder so richtig auf die Kacke, richtig, oder? Richtig gute Putzkaugen. Heute gibt's es mal so richtig BAM, oder? Randadadam. Ja. Leute, wir möchten euch ein Auto vorstellen. Und zwar haben wir einen Aufruf gemacht. Fahrzeug des Monats, ne? Das Fahrzeug des Monats, genau. Ja. Und wir haben noch mehrere. Aber an erster Stelle stand der hier. Und zwar haben wir hier stolze laut Besitzer. 950 PS, hat er gesagt. Meinst du, die hat er? Das werden wir gleich sehen, weil das erste, was wir machen, fahren wir das Ding auf die Rolle und dann geben wir mal Gas. Weil das interessiert mich, ob er das hat. Ich bin mal eine Runde damit gefahren. Und ich muss ehrlich sagen, wir hatten ja letztens einen Andres Heiner mit 850. Ja. Und ich hatte das Gefühl, gut, das war ein V6, das ist jetzt ein 24 Ventiler. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass ein Andres Heiner besser ging. Also vom Drehmoment, von diesem Bums untenrum, fand ich im anderen Designer besser. Ja, bin nicht viel gefahren, wir sind nur eine kleine Runde mit Justin gefahren, da vorne zurück, haben nur einmal kurz Gas gegeben, gell? Ja. Aber es war so, wo ich gesagt habe, wir könnten noch ein bisschen mehr gehen vielleicht. Mhm. Ne? So. Aber wir werden es ja gleich sehen, wir fahren es ja gleich auf die Rolle und dann kann man so schwarz auf weiß. Ich bin so gespannt. Also, Leute, Fahrzeug des Monats, VW Golf 2, 4Motion natürlich, Allrad DQ500, 7-Gang-Getriebe, 3,3 Liter R32 Turbo, Lader müsste ein GTX 42 sein, so wie ich das gesehen habe. Ja, ja. Ne? So, und mehr quatschen wir jetzt nicht, weil das Gequatsche geht euch sowieso auf den Sack. Wir schnappen uns das Ding und fahren jetzt auf die Roller. So, fertig, Leute, festgeschnallt, wir können Gas geben. Ich habe ein bisschen warm laufen lassen, jetzt ziehen wir mal durch. Ich bin gespannt, ob er wirklich diese 59 PS hat. Ich bin echt gespannt, es interessiert mich brennend. Und du, Justin, gehst in Deckung oder was? Ja. Du weißt ja nie, ob irgendwas mir entgegenkommt, das muss ja nicht sein. Ah, das will ich jetzt wissen, was der hat. So, ich schalte jetzt für euch hier da drin mal die Kamera ein. Ich hoffe, die Kameraperspektive passt hier so. Ja. So, läuft schon. Schade, dass wir den Tacho nicht filmen können, ne? Dann müsstest du mit rein. Ja, also, nee. Jetzt muss ich da extra eine GoPro ranschrauben und so, das ist eine Katastrophe. Das machen wir jetzt nicht. Ne? Also Leute, ihr müsst damit leben, dass ihr jetzt den Tacho nicht seht. So, ganz einfach. So, ich mache jetzt hier mal Klappe zu und Affe tot und bin gespannt. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Bin gespannt. Allrad an. Ich konnte gar nicht so schnell auf Lambda-Wert gucken, was da oben rum ein Lambda gehabt hat. Oh, aber wir haben schon gut Leistung. Aber ich meine, er war zu fett.
aber wir kommen gleich dazu. Also Leistung ist schon da. Zwar nicht das, was wir wollten, aber annähernd. So, wir sind soweit. Ja, ich habe es vorhin schon im Auto erwähnt. Also wir haben nicht die Leistung, wo er uns gesagt hat. Ne? Die haben wir nicht. Ja. Aber er hat uns gesagt, ja, guck mal, Gockel, er hat irgendwie gesprotzt, wo er gefahren ist oder irgendwie sowas. Hat er irgendwelche Probleme gehabt. Und so, ich konnte gar nicht so schnell gucken auf den Lambda-Wert, aber er war, glaube ich, viel zu fett. Also wir haben jetzt auf jeden Fall 862 PS und 925 Newtonmeter. Und da siehst du, da war er wahrscheinlich zu fett. Ich habe irgendwas mit 72 Lambda oder sowas gesehen. Weil ich musste mich konzentrieren, so irgendwie hier, weißt du, aufs Lenkrad, hier, Display, alles. Ich meine 0,72, dann ist es kein Wunder, dass er nur 8,62 rausspuckt. Weil wenn der hat, glaube ich, da irgendwo eine Brumm drin. Das soll er dann gucken, aber ist egal, aber wir haben trotzdem fast 900 PS. Das ist schon eine Nummer. 950, ja. Was er wurde ja schon mit 950 irgendwo gemessen. Wie gesagt, das wird schon stimmen. Ne? Wenn der auf Lambda 85 oder 80 irgendwie abgestimmt war oder 85 mit 102 Oktan, dann hat er die 59. Mhm. Aber uns reicht es. Ich wollte nur wissen, nicht, dass er nur 600 hat oder sowas. Weißt du? So, wir haben auf jeden Fall über 800, wir haben fast 900 PS jetzt auf den Rädern. Und ich hätte gesagt, wir steuern das Ding jetzt ab und ballern, oder? Sollen wir ballern? Ja, ja, aber wir haben mit. Ja, wir haben auch einen Überraschungsgast hier. Überraschungsgast? Ja. Unser Rolfi. Den nehmen wir mit jetzt. Ja. Scheißt sich bestimmt gleich ein, oder? Rolf, also, wir quatschen nicht mehr lange. Leute, wir schnappen jetzt die Kameras, wir fahren das Ding runter und dann nehmen wir den Rolf mit und dann geben wir richtig Feuer. Ja, Jungs und Mädels, wir haben uns heute mal einen Flugplatz gemietet. Für ein paar richtig geile Aufnahmen, da können wir richtig Feuer geben. Das macht Bock, ohne Stress. Geiles Wetter, richtig geil. Und los geht's. Es geht los. Rolf ist dabei. Grüß euch, hallo. Rolf, bist du bereit? Gockel hat gesagt, ich soll mal mitfahren. Wir würden eine alte Herrausfahrt machen. Wir fahren nicht, wir fliegen auf den Mond. Auf den Mond? Wir fliegen jetzt auf den Mond, Rolf. Wir fahren aber nicht schnell. Wir dürfen ja nicht schnell. Ihr wisst ja, wir beschleunigen nur zwei Gänge durch und fertig. Ja, ich bin auch mal gespannt. So, den Anzug. Ja, genau. Aber der wird drehig, der wird trotz Allradantrieb wieder hinten durchdrehen. Also ich bin sowas noch nicht mitgefahren. Nicht? Nein.
Heute, da wird das Ei aus der Hose fallen gleich. Genau, heute muss ich glaub dran glauben. Sonst habe ich nur große Goschen, heute kriege ich sie wahrscheinlich. Ja. Aber Rolf hat auch so ähnliches Auto, ne? Ja, also ich finde es noch geiler mit dem Quaif, also mit dem Quaif, mit dem Vollsequenzer, finde ich es geiler. Ja. Guck, ich sag immer zu mir, das ist geiler, ich bin noch gar nicht gefahren, aber ich bin schon gespannt. Kommt alles mit der Zeit. Das kommt. Und dann kannst du richtig Feuer geben. Ja. Jetzt fahren wir ja schon mal ein bisschen langsam und kühlen mal die Ladeluft ein wenig runter. So, wir gehen auf manuell. Also, warte mal an. So, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Bin mal gespannt, ob ich nachher noch so Gesicht habe. Wir ziehen mal zweiter, dritter raus. Keine Ahnung, was muss man schon spielen, oder? Ja. Ich hoffe, dass er halt, weil er so Sprotzer gehabt hat, weißt du, dass der jetzt läuft? Und wie gesagt, können wir jetzt mal die Ansauglufttemperatur schön runter. Ja. Aber das DSG ist schon was Feines, ne? Das hört sich gut an. Ja. Mit dem Vollsequenziellen möchtest du halt nicht. Du hörst halt richtig die Zahnrädle wie die Pfeife, ne? Und wenn du also runterschaltest, du hörst halt die Schläge von der Doc 10. Das ist halt auch nicht, ne? So, Rolf, sollen wir mal runterschalten? Ja, guck, ich geb mal alles. Jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal, zweiter. Allrad ist an. Ich hoffe, dass er geht. Achtung. So, Vollgas. Das war geschwind, Jungs. Achterbahn. Ja, ne? Achterbahn in Zecker. Das ist wie Achterbahn fahren, ne? Reco mio. Aber er hat nicht geschaltet, hochgeschaltet. Ich muss früher hochschalten. Ja. Oh, das geht Hammer, schon. Ne? Hammer. Du merkst richtig, da bleibt das Herz stehen. Ne? Ja. Also da nimmt er ihre Freundin mit, braucht sie kein Kosmetiklade mehr. Da zieht alles nach. Da zieht es alle Falten rein weg. Ne? Ich noch nie sowas mitgefahren. Nein. Also ich bin früher mal Motorräder gefahren mit der großen Leistung und so weiter. Aber sowas nicht. Wir halten die nicht mit. Vergesst's. Mal die Heizung ein bisschen runterdrehen. Also, Rolf ist begeistert. Hammerleid, Hammergerät. Ansaugluft ist schon abgekühlt, Wasser ist auch schon abgekühlt, 87 Grad Wassertemperatur. Jetzt ist ein Schlauch runtergeflogen. Hast du es gehört, wie es gepfiffen wurde? Ja. Alter, nein, der Welt. Das war's. Aber nicht lang Spaß gehabt. Für die zwei, dreimal hat es gereicht. Also leider ist irgendein Ladedruckschrauch runtergefallen. Kannst nicht ändern. Hörst du, wie der Lader pfeift? Ja, ja. Also, geht wieder zurück. Schade, sehr schade. Aber einmal hast du es erlebt, wenigstens. Also ich war geschwind auf dem Mond, wie der Google gesagt hat. Das ist gigantisch. Das Auto hebt von euch ab bereits. Ja. Wir haben aber gestern mit dem Justin eine kleine Handyaufnahme gemacht. Und weil man jetzt nicht so viel Spaß hatte, weil jetzt irgendein Schlauch runtergeflogen ist, wir müssen dann gleich mal gucken, schneide ich trotzdem mal das von gestern, wo wir mit dem Handy mit dem Justin gefahren sind. Das schneide ich mal kurz mit rein. Unbeschreiblich. Ja, schade, dass wir jetzt nicht noch einmal, ne? Schade. Müssen wir gleich mal gucken, was da passiert ist. Also Leute, ihr könnt euch das wirklich nicht vorstellen, was da für Gehkräfte wirken, ne? Also ich habe immer gedacht, die machen schon ein bisschen im Auto mit dem Gesichtsverziehen, aber das ist so. Nee, das ist so. Das ist so, Leute. Ihr könnt es selber.
Also, es geht wieder zurück. Das Video habt ihr gesehen mit dem Justin. Der Justin ist auch hier gleich so zu Tode erschrocken. Ja, also das ist wirklich keine Show. Die zieht komplett nach hinten. Ja. Die Fratze alles. Gigantisch. Also es geht da drum Richtung Mond. Ja. Die Leute denken sich bestimmt auch, wenn ihr als Fahrer, warum verzieht denn der so das Gesicht? Aber das ist dieses Gefühl, ne, wenn das anbeschleunigt, das kann man einfach nicht beschreiben. Ne? Das ist unbeschreiblich. Brutal. Hammermäßig. Da freust du dich jetzt schon auf deinen. So, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da passiert ist. Der junge Mann hat hier an dem Fahrzeug das Druckrohr aus Alu und ich glaube, dass das an diese Schweißnaht gerissen ist, weil das ist ihm scheinbar schon mal passiert. Da gucken wir gleich mal. Wenn der Motor zu stark kippt und durch überhaupt keine, sage ich mal, keine Flexibilität, weißt, an diesem Druckrohr, ne? Da sind zwar so bewegliche Schellen, aber trotzdem, das zieht dermaßen da dran, dann reißt du die Schweißnaht weg, vor allem wenn das ein Alurohr ist. Ne? Zu steif. Jetzt gucken wir gleich mal. So, also Probefahrt ist vorbei. Wir sehen uns gleich in der Werkstatt, hätte ich gesagt, oder Rolf? Ja. Macht's gut, Jungs. Warte mal, der Justin Pause. Wird dich jetzt noch kurz filmen, glaube ich. Ach so, der will noch mein Gesicht filmen. Ja, der will noch dein Gesicht filmen. Schade, dass man es jetzt nur einmal, ne? Wirklich sehr schade, ey. Schade. Aber das hat mir vollkommen gereicht. Ja? Ja, vollkommen. Ich habe immer gedacht, geht nochmals Wiederholung. Das ist ein bisschen eine Show, aber. Aber schade, dass der vom zweiten, dritten nennt. Ich hätte früher schalten sollen. Du musst das DSG-Getriebe hat so eine Gedenksekunde. Ja, das heißt, wenn der Lader ansetzt, musst du eigentlich eine Sekunde vorher schon schalten. Genau. Das hast du bei deinem Sequenziellen nicht. Da ziehst du am Hebel und der Gang ist drin. Ja, also dann habe ich auch alles richtig gemacht. Aber an den Besitzer, er kann mächtig mal stolz sein. Hat ein tolles Auto. Ja. Ja, geil. So. Also, wir sehen uns gleich wieder. Und was sagst du? Ich war geschwind auf dem Mond, wie das Gurgel gesagt hat. Ich habe immer gemeint, die Jungs erzählen nur so oder machen die Gesichtsverzüge so. Aber das ist so, Leute. Hammer, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Der Justin kann es bestätigen. Ja, das ist er. Der hat gemerkt, was passiert jetzt hier, gell? Ja. Als Beifahrer ist natürlich immer krasser. Ja, natürlich. Ja. Also, danke. Nichts zu danken, geil, nichts zu danken. Geil. So, also, wir gucken jetzt gleich mal. Es ist nämlich ein Schlauch runtergeflogen oder irgendwas, Justin. Okay. Leider, wir konnten nur einmal Gas geben. Ich hab's gehört. Hast du es gehört? Ja, ja. So, wir sind zurückgefahren und wollten nochmal kurz durchfeuern und dann Schuppert's gemacht. Jetzt gucken wir gleich mal da rein. Also, Justin, hast du schon gesehen? Ja. Guck dir mal hier, was hier passiert ist. Oh lala. Unten auch, ne? Und da unten ist es auch ab. Ich sag dir, was das Problem ist. Ja. Ich sag dir, was das Problem ist. Er hat es geschweißt und hat die Schweißnähte runtergeschliffen. Ja, somit ist das Futter dann weg. Damit es glatt ist. Ja, dann ist das Futter. Und das war ein Fehler. Der hat die Schweißnaht wieder weggeschliffen. Mhm. Das ist das Problem. Und dann hält das Kack natürlich nicht mehr, ne? Aber ist halb so wild, muss man halt wieder hinschweißen und fertig. Ja. Und dann muss er halt leider Gottes die Schweißnähte drauf lassen. Ja. Naja, so, das kann man jetzt eigentlich ins Auto legen. Ja. Und, ja. Oder wir schweißen es. Sollen wir ihnen das noch hinschweißen? Ja, natürlich. Für die Geste, dass er sein Auto hier hingestellt hat. Dafür, dass wir das Auto bekommen haben zum Testen. Ja. Schweißen wir das auf jeden Fall hin. Ich leg das mal daher, muss man sowieso alles runterschleifen. Also, was ist das? Für heute. Das war's. Das war das Auto des Monats. Das war das Auto des Monats. Und ich weiß schon das nächste Auto. Ich auch. Aber das ist eigentlich das Gegenteil von dem Auto. Also, so ein kleiner Tipp. Nee. Gar kein Tipp. Ja, die Leute können mal in den Kommentaren schreiben. Also von der Leistung her das Gegenteil. Ja. Ja. Aber sonst geil. Wirklich mega geiles Auto. Super gebaut, muss man sagen, bis auf das Rohr. Ja. Da hat er ein bisschen mir nicht mitgedacht. Wegen der Schweißnaht, aber ist ja nichts Schlimmes. Sonst geiles, wirklich geil mit Deku 500 hier und alles, ne? Aber für den Alltag wäre es nichts.
Das ist sehr klar. Das ist eher so ein bisschen so sonntags mal irgendwie auf einer Rennstrecke mal zweimal, dreimal Gas geben und ja, in die Garage rein fertig. Ja. Ne? Naja, Justin, das war's. Willst du noch irgendwas sagen? Es war ein anstrengender Tag. Ich bin froh, dass er heute jetzt vorbei ist. Dass er vorbei ist. Ja. Ja. Auch nicht nur wegen dem Auto. Ja, auch wegen, ne, anderen Sachen. Sondern andere Sachen, Kundensachen und keine Ahnung. So, wir quatschen immer lange. Wir verabschieden uns und sehen uns im nächsten Video. Ne? Bis dann. Tschüss.